Willkommen bei Kfz. Grüß dich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben 12 Uhr und ich bin bei Mitya. Grüß dich, Mitya. Hi. Mitya ist der unser GT30 Loop abstimmen wird. Sorry, Jungs, wir haben echt 12 Uhr, ich bin voll fertig. Und Mitya, tut mir leid, dass du warten musstest, Bruder. Ich will verkraften. Ja, tut mir leid. Erzähl mal, was hast du hier vor? Was machst du? Wie wird das Ganze ablaufen vielleicht? Weil viel interessiert das, wie das so ganz abläuft. Ja, also erstmal, weil das ja ein bisschen umfangreicher umgebaut wurde. Da ja. sind ein paar mehr Sachen gemacht worden. So. Und in solchen Fällen ist gerade bei den Steuerwerken nötig, da so einen Emulator drauf zu spannen. Und dann kann man online am PC direkt also alle Werte sehen und auch direkt online abändern. Ja. Moment, guck mal. Ja. Dann kann ich das zeigen. Ja, da habe ich sie gerade auf dem Steuergerät in die Hand. Achso. Ich habe ihn gerade im Steuergerät in die Hand gedrückt, aber. Achso, der muss anmachen. Achso. Da kommt also so ein. Das ist ein umgebautes Steuergerät, also das wird so umgebaut. Das ist jetzt mal hier so ein Beispiel. Okay. Wo dann letztendlich der Speicher, wo die Software drauf ist, halt ausgebaut wird. Und das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber. Und da wird dann im Prinzip, also das ist der Emulator, der diesen Speicher emuliert und man kann dann direkt am PC also jeden Speicherzugriff sehen und auch somit dann sehr genau sehen, was in der Software passiert und das dann halt anpassen. Ja. Um Werte zu bekommen, haben wir das Lambda-Tool, also um eine Breitband-Lambda-Sonde anzuschließen, weil die Steuergeräte haben auch eine Sprungsonde. Um dann relativ präzise Lambda-Werte rauszufahren und dann korrigiert man am Ende noch ein bisschen Zündung. Das kann man über die Klopfsensoren an den Motoren, die da verbaut sind, gut erkennen. Und Und du hast mir erzählt gehabt, weil der hat ja keinen Ladedrucksensor, das wirst du alles über die Luftmasse errechnen mit rausholen. Genau, also das Steuergerät arbeitet nur mit Luftmasse. Also es gibt da so ein internes Modell, wo das berechnet wird, da wird auch ein Ladedruck berechnet, aber primär arbeitet es halt mit über Luftmasse. Ne? Ja, klar. Und, du bist, viele kennen dich ja, ne? Also Ennepetal, Mitya, wenn ich sage, ich gehe nach Ennepetal, dann sagen die sofort Mitya. Du bist bekannt für 1.8T, also machst du überwiegend 1.8T oder gibt es jetzt... wo du jetzt spezialisiert bist und sagst, das mache ich eigentlich und das mache ich jetzt nur nebenbei. Also ich mache auf jeden Fall viel 1.8T, ich mache das auch eigentlich gerne, aber nicht nur. Also ich mache eigentlich fast alles, aber ich habe auch nicht auf alles Lust. Also ja, klar, ist ja bei mir auch so, ne? Ja, so 1.8T mache ich echt gerne so. Die Zeit ist ja eigentlich schon fast vorbei, aber ein paar Leute haben da so wie du immer noch Spaß daran. Ja. Natürlich, 1.8T. Aber ja. Ich finde es auch gut und ich mache es auch eigentlich echt noch gerne, wobei es viele gibt, die sowas echt nicht mehr gerne machen. Also ja, deswegen. Ich halt schon an neueren Sachen. Ich mache auch neuere Sachen auf jeden Fall. Mache ich auch sehr gerne. Also, aber 1.8D ist einfach, da hast du Spaß dran. Weil du das schon so oft gemacht hast. Genau, da ist halt auch viel Erfahrung da. Ja, klar. Muss ja, weil du wurdest mir auch, was heißt, du wurdest mir empfohlen, ich habe dich ja gefunden. Aber später habe ich ja viel von dir gehört und viele kennen dich auch und haben gesagt, ja, mit dir, 1.8T kann das. Und deswegen habe ich mich auch für dich entschieden. Ne? Ja, ist schön, du hast es ja hierher gefunden. Ja, auf jeden Fall. Und das Gute dran, das war mal so, ich habe mit dir mal irgendwo kennengelernt und habe gesagt, mit dir, da habe ich den Wagen noch nicht, ich habe den nicht verstärkt. Ich habe gesagt, mit dir, ich erinnere mich. Kannst dich noch erinnern, nicht so. Kannst du bitte mein Auto abstimmen? Da hat er erstmal gesagt, ja klar, machen wir und so. Aber den Motor hast du ja verstärkt. Ne? Ich habe gesagt, nein. Dann hat er gesagt, sofort, mache ich nicht. Ehrlich. Und das fand ich damals sehr, sehr gut. Weil ein anderer Chipper, ein ganz anderer Chipper damals, hat zu mir gesagt, ja, mache ich. Ist so, Motor ist nicht versteckt. Ach, bis 400 PS passiert nichts. Weißt du, und der hat damals zu mir gesagt, nein, mache ich nicht. Weil das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe da reingeschmissen. Ja? Die habe ich gerade da reingeschmissen. Und das habe ich gefeiert, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein Ehrlicher, weil er will seine Arbeit garantiert haben. Das hätte vielleicht geklappt, aber wollte er nicht. Und das fand ich echt cool. Deswegen, damals habe ich auch deine Nummer dann auch nicht gelöst. Ich habe gesagt, ja, wie kann ich das anscheinend nicht.
Ja, und dann, wo ich den verstärkt habe, habe ich dich ja angerufen und habe gesagt, jetzt machen wir das. Und ja, wie lange dauert sowas? Stimmt. Du hast jetzt gezeigt, wie du das immer machst. Wie lange dauert sowas? Wenn du das jetzt ganz in Ruhe machst und du hast Zeit nur für den, sag mal, wie lange dauert sowas? Die Frage ist, also jetzt, wo natürlich ein bisschen Erfahrung da ist, wo man schon so ein bisschen was, ich sag mal, eine Basis hat, wo man mit anfangen kann. Und man, wenn alles funktioniert und richtig gut klappt, also man nicht irgendwo nochmal eine Schraube drehen muss oder irgendwas, dann ist man so relativ gut mit einem Tag, ist man da durch. Allerdings, wenn man will, dass der Kaltstart richtig gut läuft, da hat man ja immer noch sehr, sehr kurz Zeit. Also das Auto ist ja innerhalb von 15 Sekunden ist ja schon ein bisschen Kühlwassertemperatur da. Das kostet dann halt nochmal ein bisschen Zeit, aber wenn man jetzt gar keine Erfahrung damit hätte, und hätte jetzt nur die Hilfe von dem Emulator hier, würde jetzt, also ich hätte gar keine Erfahrung, würde direkt anfangen, dann ist man an so einer Geschichte hier, ich denke, eine Woche dran bestimmt, ja. Okay. Und mit dir eine Frage, du schreibst alles selber. Natürlich hast du eine Basic-App, wo du da immer drauf machst und dann bearbeitest. Basis ist ja auch irgendwann mal selber rausgefahren worden, ja. Also man guckt halt jedes Mal dann, was passt halt am ehesten. Also, was relativ ähnlich, was man vielleicht schon mal gemacht hat. Ja. In dem Fall habe ich das jetzt schon mal gemacht und habe dann schon mal eine Basis, wo man drauf aufbauen kann. Und das verfeinert man halt so lange, bis es auf dem Auto dann halt auch richtig gut läuft. Okay. Und Wie viel PS sagen wir jetzt nicht, was wir anstreben? Das soll ja ein Geheimnis sein. Ja, du hast mich schon verraten. Ich habe dir schon verraten. Ich habe gesagt, bevor du das hast, brauchst du mich nicht anrufen. Aber das kriegst du hin. Also ich habe mal gesagt, glaube ich zumindest, das ist zumindest so meine Einschätzung, also wenn alles wirklich gut funktioniert. Also das, was ich gesagt habe, du weißt nicht. Nee, das sage ich nicht, ich wollte meine Einschätzung sagen, okay, also was halt möglich wäre, was den reinen Motor angeht, Getriebe weiß ich ja noch gar nicht so viel. Ist Original, Betrieb ist Original. 02J oder was? Ja, also links, 1.8T vom AGU. Vom AGU, ja, okay. 5-Gang. Das Getriebe selber hält, aber das Differential macht halt Probleme, wenn man die Räder oft durchdrehen lässt und das... Ja, bei dem leider. Das wird ja wahrscheinlich schon mal vorkommen. Ja. Also wenn, wie gesagt, die einzelnen Komponenten ganz gut funktionieren und auch der Turbolader, das war jetzt kein... Das ist kein Original. Ja. Okay. Also da habe ich noch gespart, aber ich glaube, den will ich. Also sonst wären wahrscheinlich Richtung 500 PS drin. Also ich habe zumindest schon in der Größenordnung welche gemacht und... Auch bei so einem Loop? Also so in kleinen? Nein, Loop habe ich noch gar keinen Einsatz gemacht. Das ist also... Ich lege es mal zur Seite. Ja, aber 500 PS beim Loop möchte ich natürlich nicht haben. Die sind auch nicht, also nicht fahrbar, ne? Also glaube ich. Ja, also oder was meinst du? Ich würde sagen, ja. Also ich bin... selber auch schon sowas gefahren und mit Frontantrieb auch mit noch mehr Leistung als 500 PS. Echt? Das Auto war, ist auch kaum größer und ich fand es ehrlich gesagt geil. Ja, also das heißt nicht, dass man nur weil die Räder durchdrehen, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem schnell sein kann. Ja. Du kannst es machen, du kannst dich austoben. Ja, eine Sperre wäre natürlich dafür noch ganz gut, aber. Guck einfach mal, was du hinkriegst. Also das, was ich will, weißt du ja. Und wenn es jetzt Bonus ist, dann will ich nicht Nein sagen. Ne? Ja, eine Punktlandung wird es ja sowieso nicht, weil ja, sowieso. Du musst halt zwischendurch mal die Leistung messen, um zu gucken, wo man überhaupt sich gerade so befindet. Ja. Genau, wie machst du das? Wie misst du die Leistung jetzt bei dem? Also wir messen nur mit dem Sorik, weil da haben wir natürlich den Grund, weil ein Prüfstand teuer ist, da braucht man sich nicht klar machen. Aber das Messverfahren selber finde ich gut, weil, also ich stehe auch dahinter, weil die Sache ist halt die, beim Leistungsprüfstand steht und fällt die Messgenauigkeit eigentlich nicht mit dem Prüfstand, sondern auch mit dem Gebläse, was halt vor dem Auto gespannt ist. Wenn das jetzt ein sehr, sehr großes Gebläse ist und hat vielleicht eine bessere Kühlleistung, als das Auto auf der Straße bekommen würde, dann liefert das Auto auf dem Prüfstand auch eine größere Leistung ab, als das tatsächlich auf der Straße schaffen würde. Ja. Und andersrum, wenn jetzt nur ein kleines Film davor hält und man hat halt nur ein sehr, sehr kleines Gebläse und hat nur eine sehr geringe Kühlung, dann wird natürlich die Ladeluft heiß, wird wahrscheinlich zurückgenommen und das Auto produziert weniger Leistung auf dem Prüfstand, als es auf der Straße machen würde. Stimmt. Du hast mit Insorik hast du halt reale Bedingungen. Also das ist meiner Meinung nach ein sehr großer Vorteil.
Ansonsten ist das Messprinzip, hat das mit Sicherheit seine Messungenauigkeit, genau wie jeder Prüfstand auch. Aber irgendwo gibt es immer eine kleine Ungenauigkeit. Am genauesten ist es wahrscheinlich nur, wenn man den Motor ausbaut und noch einen Motorenprüfstand packt. Aber man hat zumindest einen Richtwert. Ja. Genau, ja, also es geht jetzt. Ich meine, da wird man sich wahrscheinlich immer darüber streiten, ob das genau ist oder ungenau. Aber genau. Es ist auf jeden Fall ein Wert, wo man sich dran richten kann, genau, ja, und für seine eigenen Verhältnisse auch das immer wieder als Maßstab nehmen kann. Ja, danach will ich sowieso zum Prüfstand auf Mai, natürlich, damit die Leute das einfach mal sehen. Wir können auch mal, der läuft jetzt so anscheinend schon, ja, da war ja schon irgendeine Software drauf. Ja, da war eine Software. Wir können den auch von mir aus mal vorher messen, also dass wir jetzt ein Ergebnis vielleicht haben. Ja. Und dann können wir es später mal übereinander legen, so, also vorher, nachher einfach, dass man auch mal sehen kann, was es gebracht hat. Und, gerne, auf jeden Fall. Ja. Wir wollen ja wissen, was der vorher hatte, aber dann müssen wir den Dreibar nur fahren. Ja, ich baue dann vorher den Dreibar Mit dem 5-Bar läuft der voll. Also gar nicht. Dann hat man einen brauchbaren Vergleich auf jeden Fall. Also das würde ich gerne wissen, weil ich war immer der Meinung, wir haben um die 300 PS gehabt. Dann würde ich mal gerne wissen, was der da. Also kann auch sein, dass der nur 180 PS rauskommt. Ne? Ist ja auch immer noch viel für den Wagen, aber ich weiß es nicht. Das wäre schon interessant, dass wir ungefähr mal wissen, wie viel PS der hat. Ne? Also wenn ihr es wissen wollt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Also mich interessiert das. Dich damit? Ich auf jeden Fall auch. Ja. So, bin ich auch mal gespannt. Ich bin ja noch gar nicht damit gefahren. Ich meine, wenn du solche Autos fährst, du merkst das, also ist ja, das ist nichts von der Reihe. Du merkst, die Pedale sind ein bisschen eng, da musst du dich mit Gas und Bremse ein bisschen anfreunden und sonst, ja, Lüftung an, gib ihm ganz normal, wie du 1AT fährst. Nur du hast natürlich ein bisschen andere Geräusche, also, ne. Aber Gaspedal ist rechts, ja. Das ist rechts, also links wollte ich einbauen, hätte besser gepasst, aber ich habe es doch rechts gelassen. Ja, okay. Wollte mich doch umändern. Also. Ja, ich werde schon filmen. Sonst halt, ist ein Low-Budget-Projekt gewesen, falls du es halt nicht gesehen hast. War Low-Budget, jetzt ist der Motorschein, jetzt haben wir ein bisschen was reingesteckt. Und nachher will ich den natürlich auch mal ein bisschen aufpäppeln, weil ich jetzt doch ein bisschen mehr dran hänge. Hat sich etabliert, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ja, also am Anfang war es echt ein Low-Budget. Ne, wir hatten den für 300 Euro gemacht. Bist du vorher schon mal 1.8T gefahren, oder? Ja, klar. Okay. Ich habe ja noch einen S3. Der ist jetzt bei Donkeytech beim Abstimmen. Der soll ja um die 700 PS soll haben. Aber habe ich noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, wo Donkeytech meldet sich nicht bei mir seit 2 Monaten. Weiß ich nicht, was Sache ist. Nein, alles gut. So, und du machst das wie lange schon mit dir? Wie lange machst du das schon? Ja, das ist eine gute Frage. Lange auf jeden Fall. Ja. Also, und ich habe angefangen, so wie jeder wahrscheinlich, mit Schrauben und irgendwie immer weiter verbissen. Also ich denke, so die Anfangszeit war so 2007 ungefähr. 2007, 12 Jahre. Und bist selbstständig, also ist auch dein Reich, machst nur optimiert oder machst du jetzt auch was anderes? Naja, also das Hauptgeschäft ist eigentlich, also Software, auch für, wir haben noch weitere Händler in Süddeutschland und so, also auch. Du verkaufst auch Software? Ich mache das auch zum Teil also für andere, es ist halt so, dass man, also ein relativ großer Kreis, so, wir kennen halt viele Leute und man hilft sich halt untereinander ein bisschen. Ne? So, wie bei dir in der Werkstatt vielleicht, wo der Nachbar mal kommt, dass man Schraubenschlüssel oder so eine Art ist es auch, Und du machst jede Modelle. Machst du auch freie Dings, Freiprogrammierscheibenwerte oder? Nicht mehr, nee. Nicht also mehr. Haben wir früher auch gemacht, mit angefangen, KMS hauptsächlich eigentlich, aber relativ schnell auch wieder dann aufgehört. Also Abstimmung nicht mehr, weil ich sag mal, für Freiprogrammierbare so, das klingt jetzt so, das kann jeder Hans und Franz so, das machen echt viele, ja. Und das lohnt sich einfach nicht mehr, ne? Okay. Also. Also du machst auch, aber OBD machst du auch, ne? Also über OBD. Ja, also je nach Fahrzeug halt, ne? Also viele gehen ja über OBD schon, aber es hängt halt ganz davon ab, was gemacht wird, wie viel geändert werden muss. Manche Steuergeräte dauern mir über OBD zu lange zu beschreiben, dann brauchst du doch lieber was. Das ist ganz verschieden, ja. Also theoretisch dieses Steuergerät kann man theoretisch auch schon über OBD beschreiben.
Aber das macht halt in dem Fall hier keinen Sinn, weil man ja immer wieder schreiben müsste. Der Schreibvorgang dauert, keine Ahnung, 2-3 Minuten oder so. Ja. Und ich denke mal, für etwa geschätzt 500 Änderungen oder so müssen wir 500 Mal wieder schreiben. Also ja, das dauert alles viel zu lange, deshalb macht man das mit so einem Emulator so. Dann kriegt man erstens ein viel genaueres Ergebnis hin, ist viel einfacher und bequemer und ja, das Ergebnis ist einfach besser. Ne? Ja, ja, klar. Und ist sicherer, glaube ich, ne? Dass sie links nicht abbricht. Und so. Ja, also es ist im Allgemeinen auf jeden Fall besser, ja. Und diese Modelle machst du auch? Diesel auch, ja. Diesel auch, gut. Also wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch bei Bitya melden. So also wie eigentlich alles Koreaner und so mache ich auch, aber eigentlich eher so im deutschen Bereich. Also BMW, Mercedes, VW-Gruppe, so eigentlich alles, ja. Auch schon klassische Motoren, also G60 oder so, gehört ja mittlerweile schon dazu, war auch noch gemacht, ja. Also eigentlich alles. Ja, also. Solange es Spaß macht. Solange es Spaß macht, aber du bist spezialisiert auf 1.8, das habe ich gehört. Unter anderem, ja. Der werde ich hier. So wie ich. Hat sich ja anscheinend rumgesprochen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das haben mir sehr viele gesagt. Ne? Also, wo ich dann halt den Namen, also ich habe immer gesagt, Elbe da. Und dann hat der, die haben immer Mitek oder so. Ich habe die immer so geschickt. Ja, ja, so, ja, kann sein, er hat mir, glaube ich, sowas gesagt. Und dann Mitya, ja. Dann habe ich gesagt, ja, das ist der. Ja, also echt, viel auch auf Instagram, letztens noch einer, hat mir auf Instagram geschrieben, hat gesagt, du gehst nach Elbetal, da gehst du zu Mitya, hat er gesagt. Ja, so krass. Ja, Mitya ist es. Genau. Das ist auch mein Facebook-Name, mein alter Facebook-Name, da kenne ich viele drunter. Ja, also der hat auch von mir geschwärmt, ne? Hat gesagt, der hat es drauf. Okay. Ja. Ja, und jetzt... Da verschenkt er reichlich Blumen. Jetzt sehen dich auch mal 4.000 Leute. So, Mitya, Dankeschön für deine Zeit. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Echt, wir haben jetzt 12:30. Okay. Sorry, ne? Ehrlich. Ja, danke nochmal, Bruder. Komm gut nach Hause. Drauf. Und ja, viel Spaß mit dem Ding. Ruf mich an, wenn du meine PS erreicht hast. Ja, ich denke, wir sehen uns da nochmal und dann berichten wir. Auf jeden Fall. So, wir sehen uns, euer Kfz-Prinzip. Bis dann.